Das heißt, wir machen erstmal unsere Umrandungen hier. Also, jetzt wird's mal richtig schön mit Bambus alles versehen. So, ich muss den Weg ja da auch noch irgendwie rausbringen hier. Machen wir erstmal den Weg. Abenteuerweg. So, dann lassen wir hier ruhig mal Fußgänger durch die Bahn laufen. Wo ist denn der Ausgang? Hier wäre der Ausgang. Gut, dann lassen wir doch dahin. Dann haben wir eine Verbindung geschaffen. Und zwar hier rum. Erstmal noch nicht. Erstmal lassen wir das noch separat. Ja, wollen wir da überhaupt jetzt so Abgrenzungen bauen? Ich glaube, wir machen das dann doch nur mal. Mal so an bestimmten Stellen hier. Ein paar Bäumchen wären nicht schlecht. Und zwar nehmen wir mal dann hier so Palmen und Farne. Das sieht immer sehr exotisch aus. Gut, dann machen wir immer so Farnbüsche hin. Geht nicht. Geht's drauf, das ist auch schon mal nicht schlecht. Aber die
diesen ekligen Tausendfüßler hier. Gibt ja Leute, die sich da echt vor ekeln. Sind ja auch nicht ganz ungefährlich noch. So, da oben geht schon mal wieder nichts drauf. Diese Bäume passen da nicht, die müssen weg. Wie werden wir denn hier? Diese Palmen da hinsetzen. Und anderes Zeugs. So, der T-Rex hat schon ein paar Palmen. Also, dann machen wir es mal nochmal so. Hier könnte auch noch was Kleines hin. Irgend so ein Abenteurer. Dann mal wieder ein paar Bäume. Ne, der nicht, der stört beim Gucken, aber hier kann man wieder welche hinsetzen. Das ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir dahinter auch noch Bäume und sowas haben. So, bleib oben. So. Oh, das ein bisschen großzügiger anheben. Da kann man das hier noch ein bisschen Atmosphäre versetzen hier. So, der kommt dann weg. Da kommt dann irgendwas Palmartiges dahin. So sieht's dann ein bisschen nach Urwald aus. Und hier die Mitte können wir direkt noch so richtig große Dinge rein, wenn sie denn reinpassen. So, wir machen da noch einen richtig schönen kleinen Dschungel draus. Denke ich mal. Hier gehören auch noch Bäumchen hin. Und hier nehmen wir mal den weg. Und machen dafür auch so ein bisschen was Tropisches dahin.
Und ein paar Palmen nochmal wieder. Salonpalme. Okay, dann machen wir hier sowas.